Ja, ganz schnell weitere Schreibweisen von Adressen. Wir haben hier einen Hermann Richter, der wohnt bei Lang. Das heißt, hier ist der Vermieter der Wohnung und Hermann Lang ist der Untermieter, der beim Herrn Lang wohnt. Und hier haben wir noch einen Zusatz, Leerzeichen nicht vergessen, 8a. Bei der zweiten Adresse, da haben wir ein Einschreiben. Das heißt, diese postalischen Vermerke, die kommen hier in den ersten drei Zeilen zum Einsatz, beginnend in der Zeile 3. Wenn hier weitere Zusätze sind, dann schiebt sich das hier entsprechend nach oben. Also man beginnt nicht bei 1, sondern in der Zeile 3. Und was wir hier noch haben, ist eine Stockwerksangabe. Hier macht man zwei Schrägstriche, Leerzeichen und dann schreibt man einfach dritter Stock hin. Dann haben wir hier nochmal den Internisten, also die Berufsbezeichnung bei der Anrede und der Titel, der steht beim Namen. Ja, Rechtsanwaltskanzlei Schön, also hier kann man statt der Firma dann auch die Art der Firma, hier ist es eine Rechtsanwaltskanzlei, nennen und hier ganz normal wie immer. Und hier jetzt noch ein Vergleich von zwei gleichen Adressen. Einmal steht hier die Firma zuerst und danach der Name. Hier ist es so, dass die Firma praktisch diesen Brief öffnen darf und darf den Brief geöffnet an den Herrn Peter König übergeben. Wenn der Name zuerst genannt ist und dann die Firma, dann darf der Brief nicht aufgemacht werden, sondern er muss dann verschlossen den Herrn König übergeben werden.